Alle erst zwischen 11 und 14 Jahre alt, aber mit ein bisschen Unterstützung sind sie schon fast Computerprofis. Im digitalen Feriencamp des Landes Oberösterreich erlernen Jugendliche auch heuer wieder in Hagenberg erstes digitales Fingerspitzengefühl. Sie verbringen die heißen Ferientage nicht nur im Liegestuhl, sondern machen sich auch mit vielen digitalen Fertigkeiten vertraut. 130 Jugendliche besuchen diese und nächste Woche das Digicamp des Landes Oberösterreich im Agrarausbildungszentrum in Hagenberg. In verschiedensten Workshops werden ihnen zukunftsweisende Technologien wie Programmieren nähergebracht. Ich bin bei dem Camp dabei, weil mich das Spieleprogrammieren wirklich sehr interessiert und weil ich auch schon seit längerer Zeit mal gerne ein Spiel entwickeln wollte. Und das ist durch das Camp jetzt ermöglicht worden. Und dann auch, wenn man mal beruflich was machen will, kann man sich da eigentlich dann schon ein bisschen orientieren in dem Camp drum. Ich glaube, dass das ganz gut ist, wenn ich da hergehe. Man lernt extrem viel und das sind so Sachen, die was man dann auch später einfach daheim anwenden kann. Profis vermitteln spielerisch ihr Wissen weiter und machen so die Jugendlichen zukunftsfit. Zu Beginn haben sie sehr viel Respekt. Man sieht, es ist nicht alles gleich verständlich, wie es im Hintergrund funktioniert. Anwender sind alle schon und mit der Zeit entwickeln sie ein erstes Spiel, eine erste App und verstehen, wie so ein Programm funktioniert. Wir sind im Wettbewerb mit Regionen in Asien, die da ganz, ganz weit schon sind, was die Digitalisierung betrifft, was auch die Programmierkompetenz betrifft. Und wenn wir den Wohlstand in Oberösterreich halten wollen, dann müssen wir uns dem internationalen Wettbewerb stellen und den gewinnen wir nur, wenn wir bei der Digitalisierung vorne sind. Und so wird in kleinen Gruppen auch in den Ferien experimentiert und programmiert, um Oberösterreichs Zukunft zu sichern.